Wie man diese Datei nun druckt, muss ich dir wohl nicht zeigen, beziehungsweise es würde wohl auch nicht so viel Sinn machen, weil dir jeder Druck ein bisschen andere Einstellungen hat und insofern dann so ein Lernfilm doch nicht so repräsentativ ist. Manchmal muss man die Datei aber auch gar nicht drucken, sondern man möchte sie in elektronischer Form weitergeben. Das kann man natürlich als Word-Datei, hat aber den Nachteil, dass dann das Gegenüber möglicherweise Word gar nicht installiert hat oder gewisse Schriften fehlen und dann die Datei entsprechend anders ausschaut. Wenn du sicherstellen wirst, dass die Datei wirklich genauso rüberkommt, wie du sie gestaltet hast und wenn du auch nicht willst, dass an dieser Datei noch herumgearbeitet wird, dann machst du aus dieser Word-Datei am besten ein PDF. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Über Datei. Hier hättest du also den Druckenbefehl und etwas weiter unten hast du den Befehl exportieren und hier hast du dieses PDF-Format. Übrigens auch bei Speichern unter kannst du PDF als mögliches Dateiformat auswählen. Ich tippe nun also hier drauf und wähle als Speicherort den Schreibtisch und den Dateinamen nehme ich gleich so, wie er mir vorgeschlagen wird, also Hausinfobroschüre. Da kann ich noch die Qualität einstellen. Standard ist sicher gut. Falls du das per Mail verschicken möchtest bei einer sehr langsamen Leitung, kannst du hier noch die Dateigröße einschränken und unter Optionen hast du noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du das Dokument mit einem Passwort verschlüsseln, damit also nur Leute den Inhalt sehen, die auch das Kennwort kennen. Jetzt tippe ich auf Veröffentlichen und nun steht mir diese Datei zur Verfügung und interessant ist eben, dass dieses Inhaltsverzeichnis auch tatsächlich mit der Maus bedient werden kann. Also ich kann direkt zu Seite 4 springen.